Wer viel Reis erlebt, viele Geschichten, davon will ich euch genau berichten. Die letzte Reise ging ins Monstertal, davon erzähl ich dieses Mal. Und mitten in dem Gebirge drin, ich habe Jahre gesucht, bis ich es gefunden habe, befindet sich ein riesiges Tal. Und dieses Tal heißt Monstertal. Große Monster, kleine Monster, haarige Monster, nackte Monster. Sie haben stinkend große Mäuler und die reißen sie weit auf. Wenn ihr dahin erstmal verschwunden seid, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Dum-di-dum-di-dum, ich bin das Mümmelmonster. Dum-di-dum-di-dum, verwandt mit Krümelmonster. Dum-di-dum-di-dum, das suche ich, das suche ich. Ja, 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 genau. Und die Torten und Schokolade und Kekse und Lakritze, Weingummi, Fanta und ja. 1, 2, 3. Schlafen, in unserem Meer riecht es fein. Es riecht nach Pusten und riecht nach Mist. So wie es für Monster besser ist. Das ganze Monstertal war randvoll mit Monstern. Saure Haare auf dem Kinn, saure Haare auf dem Backen und auch oftmals in der Rücken. Ich finde Haarfrisuren schön, ich werde von jetzt an jeden Monat einmal zum Friseur hingehen. Ich bin ein Monster mit Flügeln, ein Flügelmonster bin ich. Und da bin ich auch ziemlich stolz darauf, denn lieber mit als ohne, lieber Flügel als Pfoten, lieber Schnabel als Schnauze, lieber Flug als Lauf. Wir fliegen, wir fliegen. Im Tag nach davon lesen. Und jetzt schmeiß ich meinen Traktor an und mache mich vom Akkordeon. Und tschüss!